Schütze, Hallihallo. Die nächsten 14 Tage, Schütze, im Juni. Was geht ab? Bitte bedenke, Schütze, okay? Alles steht und fällt mit deiner Entscheidung, okay? Die Karten können sagen, was auch immer die möchten, okay? Kartenleger, Wahrsager, wer auch immer, Prophezeier, bla bla bla. Wir können alles sagen, was auch immer wir dir sagen können und möchten und sollen, was die Karten uns natürlich widerspiegeln, okay? Aber es steht mit deiner Entscheidung. Wenn du ein Schütze bist zum Beispiel, der realitätsbewusst lebt, aber nicht in die Umsetzung geht, alles kritisiert, ja, alles genauso macht wie immer, kann nichts passieren. Wenn du aber ein Schütze bist, der weitsichtig ist, der spirituell ist, der auch sagt, okay, ich kann verstehen, also irgendwie läuft alles nicht so, wie ich das möchte, was ist der Grund? Der die Sachen hinterfragt, aber mit guten Absichten, der zieht natürlich wieder eine ganz andere Energie an, okay? Also Schütze, lass es dir gesagt sein, du bist eine Power-Energie, aber im Monat Juni und generell heißt es, jetzt dürfen wir eine andere Version erwarten. Und bist du schon in einer anderen Version von dir, schau immer mal, in welcher Frequenz sie immer stimmig ist mit dir selber, okay? Bis Ende des Monats kommen deine Energien in Fahrt. Deine Energien in Fahrt bedeutet nicht nur Impulsivität, nicht nur liebestechnisch, ja, sondern man kommt aus einer Abgeschlagenheit raus. Man kommt aus diesem, oh, mir tun die ganzen Knochen weh raus, ja. Man kommt in eine andere Frequenz, weil nur mit Geduld, nur mit Vertrauen, nur mit auch Einsicht, ja, auch nur mit Verletzlichkeit, nur mit guten Vorbereitungen kann man im Leben viele Sachen nicht nur anders gestalten, nicht nur anders aufnehmen, sondern viel mehr bewusster genießen und auch wirklich verbessern. Das heißt, im Monat Juni, die restlichen 14 Tagen oder in den nächsten 14 Tagen, geht es vielleicht bei den einen oder anderen um eine kleine Vorbereitungszeit für was Besseres, um eine neue Einstellung, die vielleicht Zeit in Anspruch nehmen kann, okay? Aber es wird auf jeden Fall die Zeit kommen, um Bilanz zu ziehen über deine aktuelle Situation, über deine Vergangenheit, über deine jetzige Situation, ja, über deine Zukunft. Was ist das, worauf du wartest? Was ist das, was du beschützen möchtest? Was ist das, was du hinnehmen möchtest? Was ist das, was du nacheiferst, wonach du nachjagst? Was ist für dich der richtige Zeitpunkt? Also das heißt, es werden in den nächsten 14 Tagen Bilanz gezogen und die können deinen energetischen Zustand, deinen Gesundheitszustand, alles ein bisschen verändern. Ja, mit Geduld kommen wir weiter. Ich sag's gleich noch. Hier haben wir schon die Gerechtigkeit, das Gleichgewicht, ja. Hier haben wir schon den Magier, der die Möglichkeiten nutzt, der neue Möglichkeiten kreiert. Und ein paar Ängste, ein paar Unsicherheiten, die, warum auch nicht, immer mal sein dürfen. Das heißt, in den nächsten 14 Tagen hast du ein Thema mit Eltern, mit Ex-Partnern immer noch, ja. Mit Ungeduld, mit Erwartungshaltungen, mit Papieren, Dokumenten, Gerichtsurteilen, Anklagen, finanzielle Themen, alles, was deine Unterschrift bedarf, kann auch einfach nur ein Arbeitsvertrag sein. Alles, was deine Unterschrift bedarf, Mietvertrag, was auch immer, ja, wird in den nächsten 14 Tagen nochmal ins Leben gerufen werden oder es werden zumindest die Weichen gestellt werden können für eine Lösung. Bist du in der nächsten Zeit sehr in dich gekehrt, ja, wo du darüber nachdenken musst? Ist es die richtige Partnerschaft? Wie betrachte ich die Situation? Ja, worum geht es überhaupt? Was ist der Ursprung? Egal, worum es geht, in der Liebe, in den Finanzen, im Beruf, spirituell, ja, beim Eierkauf, es ist egal. Also die Bilanz heißt, wir haben einen sehr nachdenklichen Schützen, der überprüfen wird, welcher Mensch ihm gut tut. Warum habe ich diese Situation? Was ist mit meinem Großvater? Was ist mit meiner Ahnenlinie? Okay, gehe ich zum Arzt? Gehe ich nicht zum Arzt? Was sind meine Ängste? Was sind meine Schattenseiten? Wieso ist meine Intuition so markant im Moment? Ja, wieso höre ich viel mehr auf meine Intuition wie normalerweise? Was ist am Start bei dir? Das heißt also, du wirst viel hinterfragen können. Du wirst viel auch in Anspruch nehmen können. Du wirst viel reflektionieren, weil du hast viele Erfahrungen gemacht im Single-Leben, in der Partnerschaft. Du hast viele Erfahrungen gemacht in der Krise, ja. Du hast viel zurückgehalten in den letzten Jahren. Du hast viele Sachen geopfert. Und jetzt ist einfach der Punkt, wo wir sagen, wie viel Bewusstsein hast du erreicht und was möchtest du wirklich noch erreichen? Also das heißt, wir haben einen sehr nachdenklichen, aber auch einen sehr mutigen Schützen, ganz ehrlich, ja. Und das Wichtigste für mich ist hier einfach nur, Schütze, wenn es in deinem privaten Leben
In der Liebe, in der Familie, in den Freundschaften, okay, in deinen vier Wänden, anfängt zu kribbeln, anfängt positive Energien zu spüren, ja, anfängst auch Tagträume zu haben, wenn du spürst, du hast Astralreisen auf einmal, wenn du spürst, du bist sehr anfänglich für Musik, wenn du einfach spürst, es kommt ein toller Flow, ein energetischer Wandel rein, ist es, weil sowohl eine verstorbene Seele als auch die geistige Welt werden dir in den nächsten 14 Tagen, dass es für dich bewusst wird, unter die Arme greifen und dir zeigen, wir brauchen keinen Druck zu haben. Betrachte das gesamte Bild. Erlaube dir das und das und das und das und erlaube dir nicht mehr das und das und das. Das wird für viele unterschiedlich sein, unabhängig sein und deswegen werde ich jetzt nicht 30.000 Beispiele nennen, okay? Die Realität in den nächsten 14 Tagen ist eine sehr schöne. Wir haben Partnerschaften, ja, die einige Themen auseinander frickeln müssen. Wir haben einen Schützen, der, auch wenn die Vergangenheit auf der Herzebene wieder erscheint, sich gegen die Vergangenheit entscheiden wird. Wir haben einen Schützen, der seine Träume wieder verwirklichen kann. Wir haben einen Schützen, der viel plant oder viel plant. Okay, aber die Planung wird in kleinen Schritten umgesetzt werden. Das heißt, du siehst hier, wir haben nicht in den nächsten 14 Tagen, hast du Sex, hast du keinen Sex, hast du Lotto gewinnen, hast du keinen Lotto gewinnen, ja? Kommt der Ex, kommt der nicht Ex. Nein, das ist langweilig für Schützen. Ja, Schütze, das ist unglaublich toll, dass du das so möchtest, aber es ist langweilig. Warum ist das langweilig? Weil die Eingebungen, auf die du horchen musst, gehen über dieses ganze Terrenale hinaus. Du hast jetzt schon so viel gewartet auf sehr viele Sachen. Dann hol auch weiterhin, ja, die Neugierde aus dir raus und zeige nicht nur deine Impulsivität, weil du sagst, ah, ich bin ein Schütze, ich habe ja dicke Manieren und ich mache, was ich will. Nee, also das ist total falsch. Ein gesunder Mittelweg muss hier in den nächsten 14 Tagen vollzogen werden, weil der Fokus wird abgelenkt sein und wieder fokussiert sein. Abgelenkt sein und wieder konzentriert. Abgelenkt sein und wieder konzentriert. Also das heißt, wir haben eine mega Porno-Energie für Schützen, wie schon ewig nicht mehr, aber auch nur, ich sage es immer wieder, ja, und es ist mir egal, was andere Leute davon halten, es steht und fällt mit dir. Ja, wenn ich mich nicht animiere, irgendwas umzusetzen, dann kann nichts passieren und ich kann nicht rumjürzen und andere dafür verantwortlich machen. Also das heißt, Bilanz wird gezogen, Eigenverantwortung, Gefühle werden sprießen, aber es ist so wie, wir haben hier eine Situation, ach, da kommt die Katze, lass dich nicht stören. Eine Situation, wo die geistige Welt sagt, wir werden dir helfen, wir werden dich unterstützen, wir werden dir was zeigen, wir werden dir also wirklich das geben, was du möchtest, aber wir brauchen ein bisschen von deiner Unterstützung, okay? Schütze, ich wünsche dir alles Liebe, mit Geduld kommst du weiter, auf jeden Fall. Und geh in die Umsetzung, so wie du möchtest, wenn nicht, warte noch ein bisschen. Ja, du wirst zu nichts gezwungen, alles liegt im eigenen Ermessen, definitiv. Und ich kann dir nur sagen, möchtest du eine private Legung ab dem 18. 20. Juni erst wieder? Okay, einfach aus diesem Grunde, weil ich keine freien Termine mehr habe. Warte die Katze, aber ich werde sie jetzt nicht wegscheuchen. Ansonsten erst wieder ab dem 18. 20. Juni Notfall-Express-Termine. Dadurch, dass ich frei meine Zeit entscheiden kann, definitiv, kriegst du von mir entweder am selben oder am nächsten Tag noch einen Termin. Okay, von mir aus alles Liebe, Schütze. Und wir hören uns. Bye.